2009 testet Audi als erster Hersteller das pilotierte Fahren in der Wüste. Weit weg von jeglicher Zivilisation fuhr ein Audi TTS über die Salzseen bei Bonneville und stellte hier mit ca. 210 km/h den Weltrekord für selbstfahrende Fahrzeuge auf. Der TTS meisterte 2010 den legendären Pikes Peak Hill Climb ohne Fahrer. Der Audi absolvierte den 20 Kilometer langen Aufstieg mit 156 Kurven in rund 27 Minuten. Der Topspeed lag bei über 70 km/h. Mittels GPS konnte der Audi seine Position auf 2 cm genau bestimmen. . 2013 bekam Audi als erster Fahrzeughersteller vom Nevada Department for Motor Vehicles die Erlaubnis, selbstfahrende Fahrzeuge zu testen. Audi präsentierte seine Vision des pilotierten Fahrens im Stau und beim Parken. Dank des pilotierten Fahrens von Audi kann man künftig vor der Garage oder einer engen Parklücke das Auto bequem von außen mit dem Funkschlüssel oder Smartphone bedienen. Jetzt ist die Zeit reif für die Serienproduktion. 2013 befand sich Audi noch im Vorserienstadium und die Computertechnik füllte den ganzen Kofferraum. Jetzt ist die Technik klein wie ein Laptop und hört auf den Namen ZFAS. All Functions, One Unit. In der Summe erzielen die Prozessoren auf dem ZFAS-Board eine Rechenleistung, die der kompletten Elektronikarchitektur eines heutigen Audi A4 entspricht. Das ZFAS verarbeitet alle Daten und kontrolliert alle Funktionen. Das macht das pilotierte Fahren erst möglich. Bis zu 12 Ultraschallsensoren überwachen die nahe Umgebung des Fahrzeugs. Das Frontradar erkennt Objekte vor dem Auto bis zu einer Entfernung von 250 Metern. Die hinteren Radarsensoren überwachen den nachfolgenden Verkehr. Die Top-View-Kameras überwachen ebenfalls den Nahbereich und arbeiten zum Beispiel beim automatischen Einparken mit den Ultraschallsensoren zusammen. Der Laser liefert hochpräzise Daten bis zu einer Entfernung von 80 Metern. Die Frontkamera mit breitem Öffnungswinkel erkennt Fahrbahnmarkierungen ebenso wie Fußgänger, Fahrzeuge und Leitplanken. Das ZFAS führt alle diese Daten zusammen und ermöglicht so das pilotierte Fahren. Die Zukunft beginnt jetzt. Audi wird seinen Vorsprung weiter ausbauen und verwendet schon jetzt serienreife Technik.